Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rubin, hier mit mir ist Rosslack 306. Ist ein Weilchen her. Ja. Muss sagen, das ist jetzt aber schon die zweite Aufnahme, die ich hier mache. Weil die erste verkackt habe. Weil kein Platz und so, weil kein Daisy. Bla bla. Demnach weiß ich zum Beispiel auch, dass Gardevoir eine Elektroattacke bekommen soll. Und dass ich Armor alleine trainieren darf. So ein Sack. Ist nicht nett, ich habe mir auch schon entschieden, was wir haben. Wir haben da nämlich Donnerblitz. Ich muss jetzt, wie gesagt, das zweite Mal aufnehmen. Ach Gott, was hatte ich dafür verlernt? Konfusion. Demnach wird es aber jedoch jetzt ein bisschen schneller gehen. Seine E-Toilette, Donnerblitz. So. Sprinten wir hier lang. Oh no. Warum ich diesen Schirm trage, das verrate ich dir nur, wenn du mich besiegen kannst. Ja, du bist eine Schirmdame, nehme ich an. Richtig. Gordini. Gordini, Gordini. Ich kann die Stimme nicht machen. Schlechtes Matchup. Sanito. Obwohl, Schwalbus könnte eigentlich auch mal trainiert werden. Wassertank. Oh. Und Hornattacke. Kann ich nur lachen. Frisst Donnerblitz. Ich weiß übrigens jetzt nicht, ob es noch asynchron ist. Habe ich keine Ahnung. Ich habe jetzt auch die Audio jetzt nochmal über Camtasia selbst laufen. Sanito ist für die nächste Arena besser. Wie gesagt, ich hab's doch mal über Dings laufen. Über Camtasia, vielleicht klappt's ja da. Also es lag eigentlich im Prinzip nicht an der Audiospur. Ich weiß nicht. Lasst euch überraschen. Das ist alles, was ich euch sagen kann. Jim kann nicht von der Attacken der Pokémon schützen. Da hast du recht. So, was haben wir? Wir tauschen. Sanito. Da oben wollen wir lang bei Item. Und zack. Falls jemand mitbekommen hat, dass ich die Proteine und so alles nicht benutze, das überlasse ich DBA. Also wenn du siehst das hier sicherlich, das überlasse ich dir. Ja. Ich habe erstens keine Lust, das irgendwie zu bestimmen oder so. Mit dem hau ich jetzt mal einen Sonderbonbon in die Rachen. Einfach weil ich es kann. Zack. So. Ja, wie gesagt, das überlasse ich TBA. Ich weiß nicht, wie der da jetzt so von dem Pokémon her irgendwie was eingeteilt hat. Hier hau ich ab. Hohe Erfahrung wäre natürlich noch nützlich. Die nächste Arena, die Flugarena ist. In der letzten Aufnahme habe ich das mit der Sichtflug verwechselt, wo der Doppelkampf kommt. Beleben. Die können wir sogar benutzen. Nicht so wie in der Nuzlocke Challenge. Ach komm. Dann mal da. Und Miraplan. Aus DBA's Livestream wissen wir, dass Lennart daraus wurde. Der Seelensauger-Dingens. Für die Leute, die es halt im Livestream verfolgen, werden wissen, was gemeint ist. Solltet ihr unbedingt mal reinschauen. Entschuldigung. Böser Husten gerade. Mein Pokémon ist stark. Wie sieht es mit deinem aus? Ja, es geht und so, ne? Ich trinke immer mal Rest Eistee. Der heißt Fridjof? Es gibt ja behinderte Namen hier in Pokémon, ja? Aber das ist mit Abstand der behindertste, den ich je gesehen habe. Willen? Da! Ah! Komm hier, Donnerblitz, tot. Scheiß Wablu. Weg, Owen.
trifft ihn nicht Drache Flug. Egal, sie ist tot. Zack. Fridjof. Deine Pokémon sind stärker. So sieht's aus. Oh. Hi. Chantal, hi. Es ist lange her. Hier ist etwas, das du nicht sehen kannst, richtig? Also wenn ich dieses Geld bei einem unsichtbaren Objekt benutzen würde. Nein, nein, statt es zu beschreiben, zeige ich es dir auch. Das macht mehr Spaß. Chantal, sind deine Pokémon bereit für einen Kampf? Klar. Chantal, zeig mir deine wahre Stärke als Trainer. Na, jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen. Try setzt das Devon Scope ein. Ein unsichtbares Pokémon mit sich bei. Das erschreckte Pokémon greift an. Ein Kecleon. Bam, 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 bam. Yeah. Das Vieh hält einiges aus. Deswegen kriegt es einen Donnerblitz in die Fresse, aber das zuerst. Das Vieh verändert nämlich seinen Typ nach Element des Angriffs. Kreideschrei, wow. Jetzt kriegt es noch den Step von Psychokinese voll auf die Fresse. Und das war's. Und Level 35. Yay. 4, 2, 3, 3, 3. Wow. Bemerkenswert. Dein Kampfstil ist wirklich bemerkenswert. Deine Pokémon sind offensichtlich sehr gewachsen, seit wir uns das erste Mal in Fausthafen getroffen haben. Ich möchte dir dieses Devon Scope geben. Wer weiß, es gibt bestimmt noch andere verborgene Pokémon. Dam 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 dam. Pack Devon Scope in den Basis. Chantal, ich liebe es, Trainer-Pokémon zu sehen, die fest zusammenhalten. Ich finde, du machst das großartig. Nun, mach's gut, wir sehen uns. Ey, ich will auch fliegen können. Nein, das Unsichtbare blockiert den Weg. Möchtest du das Ding, was gemeint ist? Ja, ach klar. Das Unsichtbare Pokémon wird sichtbar. Es greift an. Oh, los. Wow. Farbwechsel. Tschüss. So. Nestball fängt Pokémon, die unter dem eigenem Level sind. Miau! Oh Gott, ich hasse Baumhaus. So, Tränke haben wir noch genug, das weiß ich noch beim letzten Mal. Beleber haben aber, glaube ich, keine. Sollte ich da vielleicht mal kaufen gehen? Wer weiß. Ich mache es einfach mal, weil ich es kann. Willkommen, kann ich dir helfen? Kaufen Beleber. Hätte ich gerne 20 Stück. Weil DBA mich immer verkacken lässt. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob er das Ganze macht und ich immer so für die Vorräte zuständig bin. Keine Ahnung. Oh nein. Das Unsichtbare blockiert den Weg. Ja. Unsichtbares Pokémon ist sichtbar geworden. Es flieht. Mistvieh, ich wollte fliehen. So, willkommen in der Arena. Von Forsterhaven. Arenaleiterin Wipke. Ich weiß nicht, was die für Pokémon hat. Ich wundere den eleganten Kampfstil der Vogel-Pokémon. Nein. Dodu? Jo. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Angsthase. Oh no, jetzt kann ich aus jedem Pokémon-Kampf zu 100% fliehen. Außer durch Fähigkeiten oder Attacken. Je nachdem. So, wir liegen noch gut in der Zeit. Und es soll nicht mehr speeden. Ich hab's verstanden. So. Wipke hat mich persönlich geschult, aber es ist kein leichtes Spiel haben. Barblu. Wir haben ja gesehen, was mit dem letzten Barblu passiert ist. Es wurde weggesäppt. Sepp. Blablabla. Blitzel. Tot. Sanaito OP. Besser nur. Ich wurde geschlagen. Ins Gesicht.
so, das Rätsel geht noch, das hier muss ich gerade ein bisschen nachdenken, wie ich das letztes Mal gemacht habe, so. So. Und ja. Yay. So. Ah, ich wollte von der Seite anreden. Es gibt keinen Grund, dass Wilbke unserer Es gibt keinen Grund, dass Wilbke unserer Arenaleiterin sich mit dir abgeht. Ich bin schon stark genug für dich. Der sollte ein bisschen schneller reden. Deswegen habe ich so Nestor. Oh, Schwalbi. Nur unser Schwalbos ist das einzig wahre. Und ich würde es ihm gerne einen Spitznamen geben, aber die Stadt ist zu weit weg, da warte ich lieber auf Fliegen. Deswegen hat es noch keinen Spitznamen. Ich hab's erst das erste Mal vergessen. Und das zweite Mal, als wir da wart, auch. Schwalbos? Hä? Ich würde ja meins unseres gerne rausholen, aber. Nö. Zu ihrem Mainstream. Jetzt haben wir es einfach weg. So, was haben wir da? 1006 MP. Ja, Sonarito geht gut ab. Wilbke, ich hab verloren. Kommt noch ein Trainer? Ja, einer kommt noch. Moment. Oh, geht nicht. Moment. Geht auch nicht. Okay, dann müssen wir hier lang. Ha, ich rede dich von der Seite an. Über von Vogelpokémon streben danach, diese Arena reinzutreten. Als Mitglied der Arena von Baumhausen City darf ich nicht verlieren. Doch. Gegen mich zu verlieren ist keine Schande. Hahaha. Ha, ha. Oh, Wingo. Doppelte Schwäche gegen Elektro. Also vierfach effektiv, so gesagt. Doppelt effektiv, wenn es normale Schwäche ist. Und vierfach, wenn es zwei Schwächen ist. Also Flug. Wasser ist jetzt doppelt schwach gegen. Also vierfach effektiv gegen Elektro. Umgekehrt, Elektro ist vierfach effektiv gegen. Ja, ihr kennt das Prinzip, ne? Ihr seid ja auch selber alle so eine Pros. Habt schon 300 mal Sui geschlagen. Sarkasmus vor dem Wind. Es ist echt eigentlich sogar recht erstaunlich, dass recht wenige Sui von mit Pokémon-Matches besiegt haben. Sondern eigentlich mehr mit Brawl. Habe ich mir auch mal überlegt, ob ich teilnehme. Aber Brawl. Mal Wi-Fi hier nicht so. Ne, kein passender Router. Und Level 36. Kein passender Router, bla. Mal mit Brawl vielleicht irgendwie. Ja, mal schauen, mal schauen. Wird auf jeden Fall Verlinkungen noch kommen, so bla. Das war doch etwas zu schwer für mich zu tragen. Tja. So, wie kommen wir jetzt durch? Moment. Zack. Achso, ja, ist ja ganz einfach. Zack. Ich habe einen Schritt vergessen. Zack, zack. Du musst hier so. So. Zack, zack. Gott, ich hasse solche Rätsel. Und wir sind vor Wilbke. Was sagt Sonarito? Oh, Slavat, bitte. So, aber zerschneidert Trümmerer. Nehmen Protein. Das weiß ich, wo das hinkommt. Dönisch auf Arkgrund. So, was geht? Ich bin Wilbke, die Leiterin der Arena von Baumhausen City. Ich wollte das mit Hilfe von meiner. Ich wurde das mit Hilfe meiner Vogelpokémon und habe den Himmel berührt. Wie anstrengend der Kampf auch war, wir haben mit Grazie gewonnen. Werde Zeuge der eleganten Choreografie meiner Vogelpokémon. Okay, wenn du meinst. Eine Herausforderung von Leiter Wilbke. Leiter? Leiterin. Schwalbos. Los, Sanaito! Das packst du. Aber wir wollen nicht einfach jetzt einfach drauf loszappen, sondern. Warum ist er viel schneller als wir? Achso, Schlager ist sowieso recht schnell. Wir wollen zweimal Gedankengut und zweimal Doppelteam draufhauen. Weil wir es können. Genauso wie das Vieh.
kann gerade wohl hier eigentlich schon Zauberblatt lernen. Das ist eine Attacke, die trifft zu 100%. Ist speziell ausgelegt und von der Pflanze. Obwohl wir das eigentlich nicht mehr brauchen. Meiner Meinung nach, weil wir jetzt Elektro. Ach komm! Ich brauche aber einen Glückstreffer hier mit. Ja, mit Donnerblitz. So, jetzt ist auch unser Sanaito recht gut gebufft. Ach komm, kannst du auch was anderes? Gleich Verzweifler, keine AP mehr. Oh, das kann jetzt dauern. Oh, Aeroass, wow. Oh, Sanaito. Ach komm, jetzt wird's lächerlich. Mach doch gleich noch Sandwirbel. Ja, zapp, weg bist du. Kann man sich auch aufregen, ne? Meine Herren, du. Was kommt jetzt? Pelipper. Doppel gebufftes Sanaito. Mit vierfach Schwäche da noch drauf. Also doppelter Spezialangriff und Spezialverteidigung plus die vierfach Schwäche. Keine Chance. Keine Chance. Hat der nicht noch einen Altaria? Oh, den hat er Ehren. Ha, Stahlflug. Haha. Donner ist auf Stahl normal. Tch, erbärmlich. Yay. Alter, wie sein Ito gerade voll abgeht, ne? Altaria, wusste ich doch. Wenn es jetzt wirklich Drachenflug ist, sollte es trotzdem ausweichen. Ich bin gespannt. Es ist nur Drache. Wow, Erdbeben ging mal daneben. Das ist relativ selten, dass Erdbeben daneben geht. Ich frage mich auch, wie das daneben gehen soll. Und Ding, Level 37. Gut gemacht, Sanaito. Voll im Alleingang die Arena durchgehauen. Ich habe noch nie einen Trainer gesehen, der sein Pokémon mit mehr Kratze trainiert als ich. In Anbetracht deiner Fähigkeiten überreiche ich dir diesen Arena-Orden. 3300 Pokémon, oder? Den Federohren von Wind gehört. In den Federohren gehören dir alle Pokémon bis Level 70. Auch die, die du durchtauscht bekommen hast, können wir nicht. Außerdem kannst du die vor allem Fliegen außerhalb eines Kampfes einsetzen. Und dies ist ein Geschenk von mir. VTM Verzeck. Aeroass, diese Geschwindigkeit, kein Pokémon kann dir entgehen. Hat eine Genauigkeit von 100%. Doin. Ist recht interessant. Und für Vogel-Pokémon ein Muss. Apropos Vogel-Pokémon. Ich habe keine Ahnung, wo wir Fliegen herbekommen. Von dir? Hast du schon mal eine Statistik getauscht? Nein. Ja, lass mich in Ruhe. Von dir? Pokédex. Safari-Zone. Pokénap. Ja, einfach super, naja. Erstmal heilen. Hast du dir verdient, Sanaito? Die komplette Arena im Alleingang durchgemacht, ey. Meine Herren. Gucken wir, sind wieder drauf fit. Und jetzt ist wieder vorbei. Ich schaue mich jetzt nochmal kurz im Baumhausen um. Dann nenne ich den Vater schon. Die Stadt besteht aus Häusern, die Arena noch von dieser Lebensweise ist jeder hier gesund und munter. Noch ich fühle mich, als sei ich 30 Jahre jünger geboren. Wow. Manche Pokémon bewegen sich, wenn sie durch ein Verbindungskabel laufen. Also getauschen. Vor allem zudem ist klasse, aber manchmal kommen Käfer-Pokémon durch die Fenster rein. Das kann einen ganz schön erschrecken. Käfer-Pokémon? Pokémon sind auf die Natur angewiesen, um zu überleben. Es gibt überhaupt keinen Grund, die Natur nach unserem Willen zu formen. Die Baumhäuser von Baumhausen City sind fantastisch. Ich glaube, es ist der beste Platz, um mit seinem Pokémon zusammenzunehmen. So. Ich will nichts verpassen, um mir hinterher nicht sagen zu lassen, ja, du bist da voll, du bist voll der Spacken und so. Hier ist ein Shop oder sowas. Ah, hier gibt's Möbel. Ich hoffe mir einen schönen Tisch, auf den ich meine Puppen setze. Wenn ich das nicht tue, werden meine Puppen schmutzig, wenn ich damit meine Geheimbasis dekoriere. Ja, ja. Die Artikel, die du hier kaufst, werden sofort auf deinen PC gesendet.
Das ist großartig. Ich wünschte, ich könnte mich so auch nach Hause senden lassen. Oh Gott. Fauler geht's ja nicht. Der Boden nimmt das Regenwasser auf, die Bäume trinken es und wachsen. Unser Baumhaussystem existiert, weil es genügend Wasser und Boden gibt. Mal Kyokre herschicken. Dieses Pokémon ist mein ganzer Stolz. Diesmal werde ich Wittke besiegen. Mit einem Pokémon. Hi. Schnüffel. Ah, du riechst angesenkt. Warst du auf einem Vulkan oder so? Ja. Fertig, los, Vogel-Pokémon. Was? Hehe, mein Winkel macht Besorgung für mich. Fauler geht's nicht. Als wir Pokémon zusammen sind, finden die Menschen schnell Freunde. Und so rücken die Menschen weltweit näher zusammen. Wunderbar, nicht wahr? Boah. Ne? So, hier noch rein. Was ist das? Was hast du da? Oh, das ist also ein Pokédex. Der ist aber wirklich klasse. Wow. Ich will gerade vom Pokédex reden. Ich erinnere mich. Ich habe diesen Trainer Troy getroffen, als ich seltene Steine suchte. Oh Junge, der hatte vielleicht interessante Pokémon, aber weiß ich. Die waren nicht nur selten, sondern auch ausgesprochen gut trainiert. Das ist bestimmt stärker als die Arena-Leiterin in diesem Ort. Mysteriös. Mysteriös. Hey Oma. Menschen, Pokémon, ihre versteckten Kräfte werden durch das Leben in der Natur geweckt. Lass diese alte Frau mal sehen, ob deine versteckten Kräfte erwacht sind. Er hat eine Münze in meiner Hand. Nun, in welcher Hand halte ich sie? In der linken oder der rechten Hand? Elemene Mu und deine Mutter ist tot. Keine Ahnung. Auch zu schade, du hast falsch gehabt. Wow. Du, was gibt dir? Hi, da gibt es dieses Pokémon, nach dem ich suche. Ich möchte ein Pikachu haben. Hast du eines? Willst du jemanden in Neko? Toll, ich habe kein Pikachu. Okay, wenn du es dir anders überlegst, kommen wir vorbei. Ich werde dich erwarten. Mit anderen sein Pokémon tauschen. Das ist auch die Erinnerung mit anderen Menschen teils. So, und ich werde gleich diesen Part. Positioniere die DVA nochmal. Miau! Die Brücke hier unten. Damit er weiß, wo es das nächste Mal lang geht. Beziehungsweise macht gleich noch ein bisschen Offscreen-Training. So. Leute, ich würde sagen, das war's von mir hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Den nächsten Part gibt es wie gewohnt bei DBA CLX. Den vorherigen gab es auch bei ihm. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.